Neues vom Wiederaufbau. An der schweren Entrümmerungsarbeit beteiligt sich jeder. Und das gilt auch für die vier Elefanten des Zirkus Barley. Die Hilfe der Elefanten ist weder Reklametrick noch praktisch wertlose Spielerei. Denn an jedem Arbeitstag ersetzt ein Elefant die Leistung von 8 bis 10 Personen, Männern und Frauen, die dadurch für andere Wiederaufbauarbeiten frei werden. Auf einer Trümmerstelle in der Schönhauser Allee, wo Pferde und Zugmaschinen fehlen, zeigt sich der Arbeitselefant Jumbo nicht nur als Dickhäuter, sondern auch als nützlicher Dickschädel. Ohne Anstrengung geht er mit dem Kopf durch die Wand. Schritt für Schritt geht es aufwärts und vorwärts. Gleisanlagen für S- und U-Bahn werden repariert, sodass schon 2 Jahre nach dem Zusammenbruch alle U-Bahn-Strecken befahrbar sind. Der Berliner ist dankbar, dass er nicht mehr stundenlang zu Fuß laufen muss, auch wenn das Straßenbahnfahren noch eine recht holprige Angelegenheit ist. Auf die öffentlichen Verkehrsmittel ist er noch lange angewiesen. Privatautos werden erst 1947 zugelassen. Taxen sind zunächst Alliierten vorbehalten. Der Berliner muss sich für die individuelle Personenbeförderung etwas einfallen lassen. Ein neuartiges Beförderungsmittel der Berliner ist die Fahrertaxe. Hier nimmt eine solche moderne Rikscha von Berlin eine Fuhre vor dem Anhalter Bahnhof an. Was der Taxichauffeur früher im Kanister hatte, muss er jetzt in den Beinen haben. Die Begeisterung für Radrennen hat Tradition. Jetzt besonders, weil das Fahrrad in dieser Zeit das wichtigste Verkehrsmittel ist und begehrtes Objekt für Diebe. Hildegard Knef nimmt es mit ans Bett. Bühnenbildnerin Ita Maximowna stellt es in den Zuschauerraum. Das 6-Tage-Rennen erfreut sich der gleichen Beliebtheit wie in den goldenen 20ern und unterm Hakenkreuz. Sportpalast Walzer, die Pfiffe sind zeitlos. Fahrt ins Grüne. Mittelsee und Wannsee bleiben die bevorzugten Ausflugsziele der Berliner. Im Sommer war unsere Familie jeden Sonntag am Wasser. Da konnte man das dürftige Leben in der ruinierten Stadt ein wenig vergessen. Hier war es wie früher. Gedrängel wie immer. Nur die Uniformen der Amis und Russen versetzten uns wieder in die Gegenwart. Imbissbuden gab es noch nicht. Fürs Picknick brachte jeder etwas mit. Neues vom Wannsee, der in diesen Hundstagen in jedem Sinne im Brennpunkt des Interesses steht. Das beliebte Strandbad, im letzten Sommer noch verwaist und ungepflegt, erreicht jetzt wieder Rekordziffern. Bis zu 30.000 Besucher wurden schon an heißen Sonntagen gezählt. Für die Saison 1946 ist schon mancherlei getan worden. Man kann wieder Badehosen und Liegestühle mieten, gegen Marken Erfrischungen kaufen und vom neu eröffneten Postamt Ansichtskarten an neidische Bekannte schicken. Ein wimmelndes Panorama von Badenixen, Strandathleten, Familien, Pärchen, Krabbel und anderen Kindern. Nebst sonstigen Genießern des Lidos von Berlin. Und auch die Kinder Berlins lösen ihre Probleme auf ihre Art. Also verbringt man die Sommerferien in Berlin. Zum Beispiel im Freibad Potsdamer Platz. Eine halbfertige unterirdische Autogarage lief voll Grundwasser und wurde so zu einem beliebten Tummelplatz für die Hundstage. Was der Potsdamer Platz für die Badelustigen, ist der Tiergarten für die Kletterer. Die gesprengten Großbunker müssen als Ersatz für die unerreichbaren Berge dienen. Der Gipfel ist erreicht. Ein Blick über die Stadt und ein Sonnenbad in luftiger Höhe. Berliner Ferienfreuden von heute. Für Alliierte die Modenschau bei Horn. Mode, ein Begriff für Berlin. Die Berlinerin hat nicht vergessen, was Mode ist. Auch wenn sie sich diese Modelle nicht kaufen kann, zaubert sie etwas aus dem Nichts, angeregt durch Ratschläge in der Zeitschrift Der Staat. Es gibt Kleiderkarten, doch was da angeboten wird, ist oft schlechter als das, was man selbst herstellt. In den Kaufhäusern, Hertie hat schon aufgemacht, gibt es auf Bezugschein immerhin schon etwas Nähgarn. Prozent aller Berliner klagen über mangelndes Schuhzeug. Eltern müssen heranwachsenden Kindern die Schuhe vorne aufschneiden. In einer Sonderaktion werden in den Schulen pro Klasse monatlich 4 bis 5 Paar besohlt. Normalerweise dauern Reparaturen beim Schuster wochenlang. Es sei denn, man hat eine Lucky Strike zu bieten. Tauschen ohne zu betrügen,
lautet die Devise in den offiziellen Tauschgeschäften. Entbehrliches gegen dringend Benötigtes. Was gibt es Neues in Berlin? Zunächst den großen Tauschmarkt in Lichtenberg, wo jeder nach Entrichtung einer Gebühr von einer Mark sich an dem geregelten, behördlich kontrollierten Tauschverkehr beteiligen kann. Gebrauchsgegenstände aller Art können hier durch Eintausch gleichwertiger Waren erworben werden. Geldgeschäfte und Tausch mit Lebens- und Genussmitteln sind verboten. Trotz dieses Verbots versuchen häufig Schwarzhändler, den menschenwimmelnden Lichtenberger Tauschmarkt als Geschäftslokal zu benutzen. Darum wird der Markt dauernd von Kriminalbeamten in Zivilkleidung kontrolliert. Lange Schlangen bilden sich vor der Annahmestelle für Strunken. Selbstgezogener Tabak, im Vorgarten auf dem Balkon angebaut, kann hier abgegeben und eingetauscht werden. Sowjetische Spezialkommandos demontierten im Mai und Juni 1945 85% der Industrieanlagen aus den späteren Westsektoren, von Borsig, Siemens, AEG, Osram und kleineren Fabriken. Auf unsere Fabrik in Spandau waren keine Bomben gefallen. Nach Kriegsende durfte mein Vater als Kapitalist auf Befehl der Russen nicht mehr hinein. Keiner von uns. Die Russen haben alles demontiert, alles bis auf den letzten Wasserhahn herausgeschleppt, wertvolle Maschinen auf Lastwagen geladen. Wichtige Teile fielen herunter, blieben liegen. Mein Vater sagte, ohne diese Teile läuft die ganze Maschine nicht. Aber das war ihnen egal. Danach war die Fabrik leer. Die Filmstadt Berlin erwacht zu neuem Leben. CCC und DEFA fordern zum Nachdenken auf. Prominenz aus Politik und Kultur kommt am 15. Oktober 1946 in den Admiralspalast zur Premiere des ersten Spielfilms der DEFA, Die Mörder sind unter uns. Hans Sönker, Gisela Uhlen, Werner Fink. Hauptdarstellerin Hildegard Knef. Die Filmschaffenden haben die Aufgabe, so Volksbildungsstadtrat Paul Wandel, die Wahrheit zu suchen und das Gewissen wachzurütteln. Es darf nicht mehr Opium des Vergessens sein. 54 Frauen, 31 Kinder, Munitionsverbrauch 347 Schuss. Was denn, welches Kind? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden. Wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mensch! Mensch! Meine Frau, meine Kinder, was haben denn die Kinder damit zu tun? Berlin steht vor den ersten freien Wahlen seit 1933. Das Klima im Wahlkampf ist gereizt. Der ideologische Streit über die Zukunft Deutschlands beherrscht die Diskussion. Wir empörten uns gegen zu viele Plakate der Kommunisten. Die SED hatte als einzige Geld, Papier und Kleister bekommen. Wir von der SPD haben dann heimlich, wenn der Kleister noch feucht war, etwas weggenommen und unsere SPD-Plakate darüber geklebt. Unter den Augen der Alliierten geben am 20. Oktober 1946 2 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab. Das sind 92,3%. Die Parteiführer wählen. Der Vorsitzende der neu gegründeten Berliner SPD, Franz Neumann. Jakob Kaiser, zusammen mit Ernst Lemmer, Vorsitzender der CDU. SED-Chef Otto Grotewohl und Wilhelm Külz von den Liberaldemokraten. Das Ergebnis 48,7% für die SPD, 22,2% für die CDU, SED 19,8%, LDP 9,3%. Ein Debakel für die SED. Anfang Dezember tritt die neue Stadtverordnetenversammlung zusammen. Als Nachfolger von Arthur Werner wird Otto Ostrowski von der SPD in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt. Stellvertreter sind Ferdinand Friedensburg, CDU, Heinrich Acker, SED und Luise Schröder, SPD. Die Macht liegt weiterhin bei der alliierten Kommandantur. Ostrowski wird sich nicht lange halten, doch zunächst gibt es andere Probleme. Berlin rüstet sich für den Winter. Soweit wie möglich hilft sich die Bevölkerung selbst, aber auf vielen Gebieten ist sie auf die Mithilfe der Besatzungsmächte und Zufuhren aus dem Ausland angewiesen. Kehrpakete aus Amerika. Bis Ende Oktober wurden 17.000 dieser Pakete in Berlin ausgegeben. Bis Weihnachten sollen noch wöchentlich 10.000 Pakete eintreffen. Ein Beitrag zur Linderung der Not. Englische Armeebaracken, sogenannte Nissenhütten, werden für wohnungslose Berliner aufgestellt. Andere Hilfsmaßnahmen sind teils in Vorbereitung, teils in Durchführung. Und jede wirkt mit als ein Faktor mehr zur Linderung der Winternot in Berlin. Jeder Haushalt bekommt unabhängig von der Anzahl der Personen einen Zentner Kohle für den Winter zugeteilt. Folge: Wieder muss Brennstoff zusätzlich organisiert werden.
Die Stadt trifft Maßnahmen. Meiler am Funkturm für die Herstellung von Holzkohle. Zuteilung von Straßenbäumen an einzelne Haushalte. Man fällte Bäume, ohne Ahnung zu haben, wie man das macht. Hier und da fiel einer um vor Schwäche. Das Holz war zu feucht, kaum zu heizen. Es qualmte in der ganzen Wohnung. Auch die Stuppen haben entsetzlich gestunken, weil sie nass und harzig waren. Noch ahnt keiner, wie hart dieser Winter sein wird. Anfang 47 setzt eine Frostperiode ein. Wochenlang steigt die Temperatur nicht über den Gefrierpunkt, liegt durchschnittlich bei minus 6 Grad. Die Kinder haben höchstens 2 Stunden Unterricht, schichtweise in den wenigen heizbaren Schulen. Manche kommen nur zur täglichen Schulspeisung. In den Wohnungen kann in der Regel ein Raum auf 5 bis 10 Grad erwärmt werden. Die anderen haben durchschnittlich 0 Grad. Wasserleitungen frieren ein. Wir sammelten alles, was brennbar war. Sammelten auf den Straßen Kohlengruß, der irgendwo heruntergefallen war. Verbrannten Möbelstücke. Doch die Wohnung blieb kalt. Angezogen lagen wir im Bett. Mehrere Personen zusammen, um uns gegenseitig zu wärmen. Jeden Tag veröffentlichen die Zeitungen Namen von Menschen, die an Hunger und Kälte gestorben sind. Es sind Hunderte, vor allem alte Menschen, die keine Widerstandskraft mehr haben. Im Februar appelliert Ostrowski an die Welt. Wir können nicht mehr. Helft uns. Rettet die Menschen. Die Stadt stellt Notheime zur Verfügung. Ordnet an, dass Gaststätten zu Wärmehallen werden. Luise Schröder fordert zur Nachbarschaftshilfe auf. Erst im März können die Berliner aufatmen. Wir sind noch einmal davongekommen. Andere Sorgen rücken in den Vordergrund. Sektorenaufteilung. Grenzlinien werden gezogen. Ein Keil in die Einheit der Stadt geschlagen. Dem hoffnungsvollen Neubeginn folgen Ernüchterung und Enttäuschung. Die politischen Fronten werden deutlicher. Die Auseinandersetzung zwischen den Ideologien nimmt an Schärfe zu. Erich Honecker bringt die Freie Deutsche Jugend auf Kurs. Anfangs waren noch christliche Jugendverbände gekommen. Den Aufbau wollten sie, nicht aber ideologische Bevormundung. Als Honecker die Ideen des Sozialismus und Kommunismus 1947 immer stärker an den Vordergrund stellt, bleiben sie fern. Vorbild für die deutsche Jugend soll die sowjetische sein. Wenn Eindruck in der Sowjetunion gewonnen haben, so ist es der, dass der sowjetische Mensch und die sowjetische Jugend den Frieden liebt. Den Frieden liebt, für den Frieden kämpft und arbeitet. 2 Jahre Wiederaufbau im amerikanischen Sektor Berlins sind Anlass für eine Ausstellung der Militärregierung in Berlin-Zehlendorf. General Keating eröffnete die vielseitige und instruktive Schau. An zahlreichen Beispielen wird hier gezeigt, wie die Berliner arbeiten, um wieder auf die Beine zu kommen. Industrieerzeugnisse, Warenproben, Apparaturen aller Art füllen die vielen Räume. Statistiken berichten von amtlichen Maßnahmen auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrt. Eine der umfangreichsten Abteilungen ist die Ausstellung der Nachrichtenkontrolle. Presse, Verlagswesen und Theater berichten in Wort und Bild von ihrer bisherigen Tätigkeit. Zeitungen in Massen. Ein erstaunliches Kuriosum in der Zeit der allgemeinen Verknappung aller Dinge. Berlin hat seinen Ruf als Zeitungsparadies bewahrt. Es verfügt zurzeit über 16 Tageszeitungen, in denen sich das vielfältige politische Leben der Stadt widerspiegelt. Über 2,5 Millionen Exemplare von Zeitungen erscheinen täglich in Berlin. Außerdem eine Fülle von Wochenschriften und Fachblättern. Auch im Verlagswesen geht Berlin neuerdings auf Massenproduktion aus. General McClure, der Chef der amerikanischen Nachrichtenkontrolle, nimmt das erste Exemplar der Serie entgegen. Berlin liest und verdaut das große Pensum, das ihm die Publizistik von heute bietet. Einstmals verfemte Dichter feiern den Tag des freien Buches vor der Berliner Universität zum Gedenken an die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Dr. Alfred Kantorowitsch, dessen Werke dem Feuer zum Opfer fielen, entwickelt die Idee zu einem jährlichen Kulturfesttag, der die geistige deutsche Einheit zum Ausdruck bringen soll. Autoren werden gespielt, die den Berlinern in den letzten 12 Jahren vorenthalten wurden. Jean-Paul Sartre, Wortführer der Existenzialisten, kommt nach Berlin. Im Hebbeltheater probt Jürgen Fehling Sartres Stück »Die Fliegen«. Herrgott, noch mal zurück!
Rotes Blut in das Fleisch der Schuldigen, so soll sie einsetzen. Rote Spuren in das Fleisch der Schuldigen. Aus dem sowjetischen Internierungslager entlassen, inszeniert Gustav Gründgens den Schatten von Jewgeni Schwarz in den Kammerspielen des Deutschen Theaters. In der Hauptrolle Sigmar Schneider. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, so glaubt euren eigenen Augen. Schatten, wisse, wo dein Platz ist! Schatten, wisse, wo dein Platz ist! Auf der einen Seite steht das lebendige Leben, auf der anderen ein Schatten. Alle meine Erkenntnisse sprechen dafür, dass ein Schatten höchstens vorübergehend siegen kann. Die Welt beruht auf uns, den Lebendigen. Auch Wilhelm Furtwängler ist an die Stätte seines Erfolges zurückgekehrt. Nach seiner Entnazifizierung dirigiert er ab 1947 wieder die Berliner Philharmoniker. Jetzt im Titania-Palast, dem einzigen unzerstörten größeren Konzertsaal. Zu den Verfolgten des Naziregimes zählen Angehörige der katholischen und evangelischen Kirche. Bischof Graf Preysing, aktiv im Widerstand, vom Papst Weihnachten 1945 zum Kardinal ernannt, predigt in der Annenkirche in Lichterfelde. Für die Russen war die Kirche eine antinationalistische Institution. Sie hatte Glaubwürdigkeit. Pfarrer der bekennenden Kirche hatten Vertreter kommunistischer Organisationen in Gefängnissen kennengelernt. Dadurch haben die Russen die Kirche als Oppositionskirche anerkannt. Wir Pfarrer hatten unter den Russen eine gewisse Selbstständigkeit. Predigten wurden nicht zensiert. Nur Themen über Staat und Kirche mussten als Manuskript eingereicht werden. Es war ein großer Zulauf in den Gemeinden. Der Kirchenbesuch war so stark wie nie zuvor. Grund für den Zulauf war Hoffnung auf persönliche Hilfe und Beratung. Dann ein bestimmtes Bedürfnis nach Geborgenheit in einer Zeit, wo für viele sehr viel an Geborgenheit verloren gegangen war. Premiere des Films In jenen Tagen. In Berlin fiel die Premiere mit der Feier des 35-jährigen Bestehens des Marmorhauses zusammen. Das Marmorhaus, das älteste der großen Uraufführungskinos um die Gedächtniskirche, hat als einziges den Krieg überstanden. Im Lauf einer viertägigen Konferenz in Berlin wurde der Verband der Filmproduzenten der US-Zone gegründet. General McClure, der Chef der Nachrichtenkontrolle, sprach zu den anwesenden 18 Lizenzträgern, Produktionsleitern und Regisseuren. An der Tagung nahm auch Erich Pommer als amerikanischer Filmproduktionskontrolloffizier teil. Zur Eröffnung des neu gegründeten Filmclubs in der Schlüterstraße in Berlin hatten sich alliierte Offiziere und viele bekannte deutsche Künstler von Bühne und Film eingefunden. Der Club wurde auf Anregung und mit Unterstützung der britischen Militärregierung gegründet. Sein Hauptzweck ist die Förderung der deutschen Filmproduktion. Hertha Feiler und Heinz Rühmann. Und eine gemütliche Runde Hans Sönke, Käthe Haag, Hilde Körber und Viktor de Kowa. Ausstellungen zeigen Bilder, die als entartet galten und nicht in Deutschland gezeigt werden durften. Wir kannten keinen Picasso, hatten noch nie Max Ernst gesehen, waren durch die Nazikunst völlig ahnungslos. Alles war nachzuholen. Im alten Stadtschloss war ein Raum, der nicht zerstört war, für Ausstellungen reserviert. Da ging ich erst durch Räume, den offenen Himmel über mir, und dann sah ich die französischen und deutschen Impressionisten. Alte Berliner Traditionen sind wieder da. Der Kiez lebt. Zilles Nachkommen spielen Hopse und man versteht wieder zu feiern. Im Hinterhof gibt es Kindertheater und Schwurf. Auf der Bühne wirbeln Tänzer nach Berliner Weisen, feiern die Berliner Revuen von Walter Kollo und Paul Linke ihr Comeback. Die Girls marschieren im Friedrichstadtpalast, erinnern an die Hiller, die Tiller Girls, Girls, Szenen wie gehabt. Das Kabarett hatte in Berlin schon immer Biss. Jetzt stellt es in einer zeitgemäßen Modenschau aktuelle Modelle im Theater am Kurfürstendamm vor. Loni Häuser präsentiert. Man kann sich
kann natürlich die Kleider auch fantasievoll ausschmücken. Ich zeige aus politischen Gründen einen Vogel nach links und einen Vogel nach rechts. Denn nur wer einen Vogel hat, er trägt diese vier Zonenstadt. Rechts, links, West, Ost. Der Berliner Bär kümmert sich nicht darum. Das Stadtwappen ist geblieben für ganz Berlin. Die Bären können im Kölnischen Park bestaunt werden. Der Zoo wurde in einer Bombennacht schwer zerstört. Seit Katharina Heinroth Direktorin ist, geht es sichtlich aufwärts. Der Berliner Zoo wird bald wieder eine Attraktion sein. Boxveranstaltungen stehen augenblicklich hoch im Kurs. Die Waldbühne ist ausverkauft. Im November 1945 hat die alliierte Kommandantur angeordnet, dass Sportausschüsse der Kommunalverwaltung nur Sportarten betreuen dürfen, die keinen militärischen Charakter haben. Diese Einschränkung betraf nur den Amateursport. Das Amateurboxen wird als Erziehung zu fanatischen, stahlharten Kämpfern angesehen. Doch Berufsboxveranstaltungen dürfen weiterhin stattfinden. Im Olympiastadion nehmen nur Alliierte an den europäischen Militärfußballmeisterschaften teil. Im Endspiel Großbritannien und die Tschechoslowakei. Die Berliner kämpfen auf anderer Ebene. Die Auskunftsstelle für Verluste der Wehrmacht, die während des Krieges nach Thüringen verlagert worden war, ist nach Berlin zurückgekehrt, und zwar zum Hubertusweg in Frohnau. Die Zentralkartei umfasst insgesamt 16 Millionen Karteikarten. Täglich gehen 5.000 bis 6.000 Briefe ein mit Anfragen über Kriegergräber, vermisste Wehrmachtsangehörige und Kriegsgefangene. 470 deutsche Angestellte sind unter Leitung eines kleinen Stabes französischer Offiziere damit beschäftigt, die Kartotheken zu vergleichen, Briefe und Zuschriften zu sortieren und zu beantworten. Auskünfte über Vermisste und Kriegsgefangene werden nur an Standesämter erteilt. Die Standesämter können dann die Mitteilungen an Privatpersonen weitergeben. Trotz schwerer Schneestürme und großer Transportschwierigkeiten entlässt England weiterhin laufend deutsche Kriegsgefangene. 15.000 treffen jeden Monat in Deutschland ein. Berlins Oberbürgermeister Dr. Ostrowski begrüßt auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald Heimkehrer aus britischer Gefangenschaft. Zahlreiche Angehörige hatten sich eingefunden, um ihre Väter, Männer, Brüder und Söhne abzuholen. Die traditionelle Kundgebung der Gewerkschaften am 1. Mai wird zur politischen Demonstration. Darstellung der Gegensätze. Man feiert 1948 erstmals getrennt. Der Ostsektor im Lustgarten. Und schon wieder ist die Welt voller Spannungen. Die imperialistischen Kriegstreiber sehen ihre Zeit wieder gekommen, um friedliebende Völker in erneutes Elend zu stürzen. Das deutsche Volk darf nicht wieder zum Spielball imperialistischer Mächte werden. Heute wollen wir unsere Stimme erheben, wie die Befreiung der Menschheit vom mörderischen Kapitalismus. Im Westsektor, vom Reichstag, spricht der Berliner SPD-Vorsitzende Franz Neumann. Sie reden vom deutschen Einheitsstaat und ziehen an der Elbe den Stacheldraht. Ihr Denken der Millionen in der Ostzone, die politisch rechtlos den Tag herbeisehnen, wo sie gemeinsam mit uns, mit den Deutschen aller Zonen, aller Grenzen ledig für Freiheit und Recht eintreten können. Wer mit mir will, dass es das ganze Deutschland sein soll, dass in Freiheit die Freundschaft aller Völker gewinne, der bekenne es durch seinen Gruß von der Freiheitskundgebung Berlins, von der Riesenkundgebung am 1. Mai 1948 auf dem Platz der Republik. Durch das Bekenntnis aller anständigen Deutschen. Freiheit! 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 Der Weg in die Spaltung ist vorgezeichnet. Am 16. Juni endet die Zusammenarbeit der Alliierten. Die sowjetische Delegation verlässt die Kommandantur in Dahlem. Kaum in den Westzonen lässt die sowjetische Militärverwaltung eine für die sowjetische Besatzungszone und Groß-Berlin folgen. Das Tagebuch eines Berliners berichtet von den sich überstürzenden Ereignissen. 23. Juni 48 früh. Russen führen Währungsreform durch. Alliierte beraten, Meldung angekündigt. Sie kommt und kommt nicht. Spannung, Erwartung.
1 Uhr endlich Nachricht. Erklärung des amerikanischen Kommandanten, Währungsreform gilt nicht für Westsektoren. Demonstranten gehen am Nachmittag zum Stadthaus. Protest gegen bevorstehende Einführung der Westmark, gegen 2 Währungen in einer Stadt. 60 Mark pro Kopf im Verhältnis 1:1 sollen ausgezahlt werden. Scheine werden mit einem B gestempelt. Nach der Versammlung Handgreiflichkeiten, Steinwürfe. Friedensburg wird tätlich angegriffen. 25. Juni, Umtauschaktion im Westsektor. Russische Erklärung, niemand solle D-Mark annehmen. Ehefrauen ohne Vollmacht des Mannes können nicht umtauschen. Ruhiger Verlauf, lange Wartezeiten. Leute warten bis auf die Straße, viel Polizei. Amerikaner schussbereite MP auf Panzerspähwagen durch die Straße. Hauli erklärt, Versorgung Berlins sei gesichert. 2 Währungen. Folge: Ost-West-Geschäfte, Wechselstuben im Ostsektor verboten. Die Berliner wissen Tricks. Wenn man sich drüben Margarine holte, sagte man, dass man zur Tante rüberfuhr. Wenn man gefragt wurde, von wem haben Sie das, dann sagte man, von der Tante. Das war das geflügelte Wort. Die Blockade Berlins. Mit diesem massiven Gegenschlag antwortet die Sowjetunion auf die mit der Währungsreform von den Westmächten vorangetriebene Bildung eines westdeutschen Staates. Am 24. Juni werden alle Zufahrtswege gesperrt, die Lebensmittel- und Energielieferungen eingestellt. Strom gibt es 2 Stunden täglich, manchmal nachts. Dann öffnen Friseure, kochen die Frauen. Die Lichtzeiten in den Bezirken sind unterschiedlich. Es lohnt sich, von einem Bezirk zum anderen zu fahren. Gewinn: 2 Stunden Arbeitszeit. Das Fahrrad wird zur Antriebsmaschine in einer Druckerei. Talgkerzen und Karbidlampen geben ein spärliches Licht. Die Bevölkerung der Westsektoren behält die Nerven und lässt sich nicht einschüchtern. Auf dem Platz des Fußballclubs Hertha am Gesundbrunnen erschienen Zehntausende zu einer von der Sozialdemokratischen Partei einberufenen Versammlung. Die Redner stellten auf dieser Versammlung klar, dass Sowjetrussland mit der Politik der Blockade aller Westsektoren Berlins nur die deutsche Bevölkerung treffe. Ernst Reuter, der gewählte, aber von den Russen noch nicht bestätigte Bürgermeister von Berlin, sagte: Diesen Kampf um unsere Freiheit, diesen Eroberungskrieg führt die SED und die Kräfte, die mit ihr verbündet sind, rücksichtslos und brutal auf unserem Rücken aus. Berlin wird nicht drankommen. Wir werden uns mit allen Mitteln, über die wir hier verfügen, bis zum Äußersten gegen den Machtanspruch wenden, der uns Slaven, der uns zu Eloten einer Partei machen will. Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, sendet Tag und Nacht, da die Berliner wegen der Stromsperren nicht immer Nachrichten hören können. Lautsprecherwagen fahren durch die Stadt. Die Folgen der Blockade sind bald spürbar. Firmen, Betriebe schließen. Anträge auf Stilllegung und Kurzarbeit laufen. Allein in Schöneberg sind es 1.000 bis Ende Juni. Bald sind die Lebensmittel knapp. Doch das Angebot des Ostens, dort zu kaufen, lehnen die meisten ab. Wer es trotzdem tut, gilt als Verräter. Für den Berliner wird das Durchhalten zum Freiheitskampf. Die westlichen Alliierten beschließen, den Vorposten Berlin zu halten. Die Stadt wird aus der Luft versorgt. US-Oberbefehlshaber Lucius D. Clay organisiert das Unmögliche, die Luftbrücke. Ich werde eher nach Sibirien gehen, als Berlin räumen. Seine Entschlossenheit flößt der Bevölkerung Vertrauen ein. Alle 3 Minuten landen Flugzeuge in Tempelhof, bringen Nahrungsmittel, Kohle, alles, was die Stadt zum Überleben braucht. Am Ende werden es über 1 Million Tonnen sein. Schnelligkeit und Präzision beim Entladen sind geboten, um den Flugplan einzuhalten. Berlin muss nicht hungern. Wir haben während der Blockade kalorienmäßig gut gelebt. Konzentriertes Ei- und Milchpulver, Trockengemüse und Kartoffeln. Den Amerikanern waren wir wirklich zu Dank verpflichtet. Aus Feinden werden Verbündete, werden Freunde. Am 9. September appelliert Ernst Reuter vor 300.000 Berlinern an die Welt. Wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt, ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika,
in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Das war kein bestellter Kader, der jubeln musste. Es war das Gefühl, wer da oben redet, ist einer von uns. Jeder hätte das sagen wollen. Reuter war genau der richtige Mann. Im Anschluss an die Kundgebung kommt es am Brandenburger Tor zu heftigen Zusammenstößen von Demonstranten mit Ostberliner Polizei und sowjetischem Militär. Die rote Fahne wird heruntergeholt. Inzwischen eilt Franz Neumann zum Kontrollrat und übergibt ein Memorandum über die Unterdrückungspolitik der Sowjets und der SED. Wir sind voller Begeisterung mitgelaufen. Wir demonstrierten, dass wir nicht zum kommunistischen Machtbereich gehören wollten. So bleiben Ansprachen von SED-Funktionären wie die Rede des FDGB-Vorsitzenden Jendretzky am 12. September in den Westsektoren ohne Widerhall. Die Spaltungsmisere muss ein Ende haben. Die geplagte Bevölkerung in unserer Heimatstadt muss wieder ein normales Leben führen können. Nicht als Einwohner der verschiedenen Sektoren. Seit dem 19. Juni 1948 werden die Westsektoren von Berlin durch die Luftbrücke versorgt. Amerikanische und britische Maschinen flogen in dieser Zeit als Antwort auf die sowjetrussische Blockade rund 800.000 Tonnen Güter in die von Hunger und Not bedrohte Stadt. Über 100.000 Flüge waren dazu nötig. Die Berliner gratulieren und danken den Piloten einer amerikanischen Maschine, die als erste an diesem Tage auf dem Tempelhofer Flugfeld landete. Es gibt Blumen, Erinnerungsblätter und den schon obligatorischen Luftbrückenlandekuss. Während der Luftverkehr vom Westen Deutschlands nach Berlin immer mehr ausgebaut wird, schränkt die Polizei des Ostsektors den Straßenverkehr innerhalb der Stadt immer weiter ein. Sie errichtete an der Grenze des Sowjetsektors Straßensperren. Teils wurden die nach West-Berlin führenden Straßen aufgerissen, teils durch regelrechte Barrikaden für Fahrzeuge unpassierbar gemacht. Die zweiten Wahlen stehen bevor. Termin 5. Dezember 1948. Und hoffe, dass der Ausgang der Wahl am 5. Dezember uns die Möglichkeit gibt, nicht nur im Westen Berlins, sondern für ganz Berlin und damit für Deutschland besseren Zeiten entgegengehen zu können. Die sowjetische Militärverwaltung reagiert. Am 30.11. erklärt sie den Magistrat für abgesetzt und bildet einen provisorischen demokratischen Magistrat mit Friedrich Ebert an der Spitze. Skrupellosen Politiker, für die Berlin ein Krieg wert ist. Die mahnenden Ruinen unserer Stadt, das Leid ihrer Einwohner, insbesondere der Jugend und der Alten, kennt nur ein Gebot: Friede, Friede und nochmals Friede. Am nächsten Tag erteilt Ebert Hausverbot für die Stadtverordneten. Bürgermeister Friedensburg wird am Betreten des Rathauses gehindert. Wer das Unglück über uns zu bringen versucht, und jetzt wissen wir, dass wir uns dagegen zu wehren haben, mit jedem Mittel, das uns zur Verfügung steht. Sie am Sonntag wählen? Ja, ja. Und Sie? Selbstverständlich. Ich will alle hin. Aber ja, natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich werden wir wählen. Klar wählen wir. Ja? Natürlich, müssen wir doch. Die Wahlen finden am 5. Dezember nur in den Westsektoren statt. Die SED nimmt nicht daran teil. Die Wahlbeteiligung beträgt trotz Gegenpropaganda 86,3%. Das Ergebnis 64,5% SPD, 19,5% CDU, 16,1% für die Liberaldemokraten. Zwei Tage später tritt die neue Stadtverordnetenversammlung im Schöneberger Rathaus zusammen. Einige Stühle bleiben leer. Ernst Reuter, der anderthalb Jahre lang am Amtsantritt gehindert und durch Luise Schröder vertreten wurde, wird zum Oberbürgermeister gewählt. Einstimmig. Der Magistrat ergreift die Initiative, trotz oder gerade wegen der Blockade. Bürgermeister Friedensburg lässt nach Kohlevorkommen suchen, um die Energielage zu verbessern. Ein neues Kraftwerk wird gebaut. Eine weitere Rollbahn in Tempelhof wird angelegt. Der Bau des Flughafens Tegel im französischen Sektor begonnen. Die Industrieproduktion, der Export gehen weiter.
Freiheitskampf und Durchhaltewillen der Berliner werden belohnt. Die Sowjets geben nach. RIAS Berlin verkündet die Aufhebung der Blockade für den 12. Mai um Mitternacht. Rundfunk, Wochenschau, Presse, Berliner, alle warten. Keiner will sich das Ereignis am Grenzkontrollpunkt Dreilinden entgehen lassen. Nicht in der Nacht, nicht am nächsten Morgen. Jubelnd werden die ersten Autos aus Westdeutschland begrüßt, mit Blumen geschmückt. Berlins Verbindung zur Westzone ist wiederhergestellt. Die Stadt nicht länger isoliert. Hurra, wir leben noch. Unter diesem Motto verlassen die ersten Omnibusse die Stadt in Richtung Westen. Das Ende der Blockade bringt auch die Beseitigung der Straßensperren, die von der Ostpolizei an den Übergängen in die Westsektoren Berlins errichtet worden waren. Im Schöneberger Rathaus fand eine außerordentliche Stadtverordnetensitzung statt, zu der auch die drei westlichen Militärgouverneure erschienen waren. Dann sprach der amerikanische Militärgouverneur General Clay, der sich damit von der Berliner Bevölkerung verabschiedete. I shall not use the English word goodbye, but rather try to say to you, auf Wiedersehen. Vom Schöneberger Rathaus feiern die Berliner das Ende der Blockade. Prominenz aus der künftigen Bundeshauptstadt Bonn ist gekommen. Carlo Schmidt von der SPD und der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer. Sie setzen ein deutliches Zeichen, dass Berlin zur westlichen Gemeinschaft gehört. Der Parlamentarische Rat in Bonn ist der Einladung nach Berlin befolgt aus innerem Herzensdrang und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. Die Aufhebung der Blockade ist einer der größten Erfolge, den die freie Welt in der letzten Zeit errungen hat. Das Ansehen, das die Berliner sich während der 9 Monate der Blockade durch ihre Ausdauer, durch ihre Hartnäckigkeit, durch ihre Standhaftigkeit errungen haben, dieses Ansehen werden Sie zu bewähren haben durch die Energie, durch den Fleiß und durch die Ausdauer, mit der Sie jetzt, wo die Blockade aufhört, an den Wiederaufbau Ihrer Stadt herangehen. Reuters Forderung, Berlin müsse ein Schaufenster der Freiheit und des wirtschaftlichen Wohlstandes werden, geht in Erfüllung, dank Marshallplan und Bindung an den Westen. Staunend sehen die Berliner volle Auslagen, die ersten Südfrüchte. Doch es sind nicht wirtschaftliche Gesichtspunkte, die viele Menschen veranlassen, vom Ostsektor in die Westsektoren überzusiedeln, ihren Arbeitsplatz aufzugeben. Stalinistischer Druck ideologisiert alle Bereiche der Arbeit und des kulturellen Lebens. Andere glauben gerade im Osten, ihre Ideale verwirklichen zu können. Für mich gab es die Frage nicht, ob ich woanders besser leben könnte. Ich habe immer daran geglaubt, dass in unserem Teil der Stadt die einfachen Leute, die nicht wohlhabend waren, hier bei uns ein schöneres Leben führen werden. Ich war davon überzeugt. Und nun etwas, das alle Berliner und jeden Freund von Berlin erfreuen wird. Der Tiergarten wird wieder aufgeforstet. Tiergarten heute, eine kahle Einöde mit vereinzelten Bäumen. Der reiche Baumbestand dieser Oase der Weltstadt fiel dem Krieg und der Nachkriegszeit zum Opfer. Der Tiergarten von einst gehört der Vergangenheit an. Doch die Gegenwart sorgt dafür, dass der Tiergarten in Zukunft wieder ein Baumparadies sein wird. Auch im Stadtinneren setzt man neue Bäume und Sträucher. Berlin, jetzt noch kahl und grau, soll in einem späteren Frühling wieder einen grünen, blühenden Rahmen erhalten. Nach langer Pause wieder internationales Tennis in Berlin. Die Deutschen von Kramm und Beutner in langen Hosen spielten gegen den amerikanischen Spitzenspieler Frank Parker und den Schweden Blomqvist. Parker zeigt kraftvolles, ausgefeiltes Tennis. Das Doppel brachte Tennis in Vollendung. Ein großer Auftakt für künftige internationale Treffen. Berlin feierte ein Jubiläum, wie es noch keines in der Geschichte gegeben hat. Ein Jahr Luftbrücke. 365 Tage und Nächte pausenlosen Startens, Fliegens und Landens.
ein volles Jahr unablässiger Versorgung von 2,5 Millionen Westberlinern auf dem Luftwege. Trotz aller Schutzvorkehrungen waren bei dem gewaltigen Ausmaß des Unternehmens Verluste an Menschenleben unvermeidlich. 51 alliierte Flieger fanden im Dienste der Luftbrücke den Tod. Auch nach Aufhebung der Blockade bleibt die Luftbrücke Hauptlebensader von Berlin zum Westen. Der Jahrestag war ein Ereignis, an dem die ganze Welt mit Interesse und Bewunderung Anteil nahm. Die Hauptfeierlichkeit in Berlin fand auf dem Platz vor dem Tempelhofer Flughafen statt, der den Namen Platz der Luftbrücke erhielt. Möge aus diesem gemeinsamen Erlebnis etwas Gutes erwachsen. Eine Hoffnung für uns und eine Hoffnung für die Welt und eine Hoffnung für Europa, dass der Tag eines einigen freien Europas nicht mehr fern ist. Eine neue Merkwürdigkeit in der Stadt der zwei Währungen ist der Ost-West-Markt in Berlin-Wannsee. Per S-Bahn kommen die Ostzonenbewohner über die Sektorengrenze zu dem einzigen Berliner Markt, auf dem man Waren des Westens auch gegen Ostmark einkaufen kann. Kundendienst sorgt für Autobeförderung ab Bahnhof Wannsee. Die lang entbehrten Waren aus dem Westen werden geprüft und bewundert. Und wenn der Umrechnungskurs auf 5 bis 6 Ostmark für eine Westmark beträgt, so ist die Fülle und Qualität des Angebotenen doch entscheidend. Man will von dem Warensegen des Westens nicht ausgeschlossen sein und kauft, was das Herz begehrt und soweit die Ostmark es zulässt. Eine Idee schlug eine Notbrücke über die ostzonale Wirtschaftsschranke zum Nutzen der findigen Berliner Händler wie der warenhungrigen Kunden aus der Ostzone. Westdeutschland steht vor der Errichtung seiner Bundesrepublik. Am 14. August wird es sein Parlament, den Bundestag, wählen. Die Vorsitzenden aller Parteien mahnen jeden, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. So sagte Dr. Schumacher: Die Bundesrepublik im deutschen Westen soll geeignet sein, das Fundament der deutschen Einheit zu bilden. Sie soll den Deutschen die Möglichkeit geben, gleichwertiger Bestandteil in einem neu geordneten Europa zu werden. Auch Professor Heuss erklärte, dass das Ergebnis des 14. August bestimmend sein wird für die innerpolitischen Geschicke des deutschen Volkes in den nächsten 4 Jahren. Und Dr. Adenauer sagte: Am 14. August darf keiner zu Hause bleiben. Alle müssen zur Wahl ohne gehen. Die gleiche Mahnung ergeht von allen anderen Parteien. Der 14. August ist für die Zukunft jedes Einzelnen von bestimmender Bedeutung. Darum, Wähler, wähle! Mit einem Fackelzug feiert die FDJ die Gründung der DDR am 7. Oktober. Wilhelm Pieck wird ihr erster Präsident. Wir hatten das Gefühl, wir haben unseren Staat, unsere Regierung begrüßt. Es war ein echtes großes Erlebnis mit vielen Hoffnungen. Ich habe mir nie Illusionen gemacht, dass man alles von heute auf morgen schaffen kann. Aber es war doch ein Hoffnungsschimmer, dass man jetzt ein selbstständiger Staat war, den wir nach unseren Gesichtspunkten aufbauen würden. Im ehemaligen Luftfahrtministerium in Berlin fand die Nominierung des Präsidenten dieser sowjetdeutschen Ostrepublik statt. Sowjetgeneral Tschuikow und der Chef der Kontrollkommission für Ostdeutschland, Semjonow. Wilhelm Pieck, der Präsident des Oststaates. Otto Grotewohl, der Ministerpräsident. Schon am Tage darauf fand sich die Bevölkerung der Berliner Westsektoren vor dem Schöneberger Rathaus zu einer machtvollen Protestkundgebung gegen den neu gegründeten Oststaat ein. Der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Suhr erklärte: Das freiheitliche Berlin sieht in den gestrigen Tag ein Tag der Schande. Denn seit gestern gibt es 2 deutsche Staaten nebeneinander. Berliner aber sind staatenlos. Wir dachten, der selige Pressechef Goebbels wäre wieder auferstanden. So waren die Überschriften in den Zeitungen des Ostens. Und in der Berliner Zeitung hatte man die Friedenstaube gebracht. Den hitlerschen Adler, den scheute man sich selbst zu bringen. In den Westteil, den freien Teil der Stadt,
kommt am 31. Oktober Bundespräsident Heuss. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wird West-Berlin in deren wirtschaftliches, soziales, rechtliches und kulturelles System einbezogen, hat aber einen Sonderstatus. Berlins Schicksal hängt an Westdeutschland, aber das Schicksal von Gesamtdeutschland hängt an Berlin. Die Berliner können noch jederzeit ungehindert zueinander kommen, am Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg und Neukölln. Der Glaube an die Einheit war da. Wir gehörten zusammen. Wir feierten gemeinsam, lebten gemeinsam und wollten gemeinsam an der Zukunft Berlins bauen. Auch Günter Weizenborn sah 1947 Berlin nicht als Frontstadt des Kalten Krieges. Unser altes, in die Knie gezwungenes Berlin kann sich einen neuen Ruf in der Welt verschaffen. Wenn es sich entwickelt zu einer Stadt der Völkerversöhnung. Hier liegt unsere große Chance. Berlin kann eine Brücke der Völkerversöhnung werden. Ein internationaler Platz der Verständigung zwischen Ost und West.